Schönen guten Abend. Ich bin der Vorhang, der sich gleich öffnet zum Spiel Land ohne Gleichen. Herzlich willkommen. Wir sind der Vorhang, der sich gleich öffnet zum Spiel Land ohne Gleichen. Wir sind der Vorhang, der sich gleich öffnet zum Spiel Land ohne Gleichen. Wir sind der Vorhang, der sich gleich öffnet zum Spiel Land ohne Gleichen. Wir sind der Vorhang, der sich gleich öffnet zum Spiel Land ohne Gleichen. Das ist beim Theater inzwischen so. Wir müssen auch unser eigener Vorhang sein. Weil uns die finanziellen Mittel fehlen. Eines Tages müssen sogar die Schüler ihr eigenes Dach sein, damit es nicht in den Chemieraum regnet. Naja. Wer studieren will, der muss seinen eigenen Studienplatz mitbringen. Inzwischen gibt es Menschen, die können sich 1000 Vorhänge leisten. Die haben allerdings kein Theater. Ja. Und wir sind eben ein Theater und müssen unseren eigenen Vorhang sein. Das ist Freiheit, ja. Ja. 3, 4. Der Vorhang öffnet sich. Chefin, ich möchte gerne 14 Tage Urlaub nehmen. Also im nächsten Vierteljahr würde ich gerne die 14 Tage Urlaub vom letzten Jahr nehmen wollen, ja. Den alten Urlaub? Ja, den alten Urlaub. Wollen Sie wirklich so alten Urlaub nehmen? Ja, so alt ist er doch wirklich noch nicht. Aber der ist fast ein ganzes Jahr alt. Ja. Wenn in der Kantine mal ein Brötchen den ganzen Tag herumliegt und keiner kauft es. Da würden Sie sich aber schön beschweren, wenn Sie es dann zum vollen Preis essen müssten. Ja, aber das ist doch mein gutes Recht. Alte Brötchen essen? Nee, alten Urlaub zu nehmen. Vorschlag zu Güte. Nehmen Sie vom neuen Urlaub schon jetzt ein frisches Stück. Dann können wir den alten beide vergessen. Ich will aber den alten Urlaub! Ich habe eine gute Idee. Ja. Wir teilen uns einen Mitarbeiter, der so an alten Sachen hängt, gegen Kapitel einer Firma! Wo wir vor allem nach Neuem streben. Nicht gebrauchen! Von mir! Über meine Gewerkschaft! Chefin, wir haben einen Auftrag reingekommen. Chefin. Was denn für einen? Wir sollen die Geschichte des Landstrichs Mitteldeutschland unter besonderer Berücksichtigung von Sachsen-Anhalt aufarbeiten. Nein, ich werde nicht mehr. Jetzt wissen wir endlich auch, warum wir immer so früh aufgestanden sind. Ja, aber das Land hier schrumpft. Durch Flutwellen. Nein, die Bevölkerungszahl nimmt Jahr für Jahr ab. Beim nächsten Hochwasser passen wir alle auf die Arche Noah. Rufen Sie die Belegschaft zusammen. Ja. Doch am
Mitteldeutschland unter besonderer Berücksichtigung von Sachsen-Anhalt aufarbeiten. Werbewirksam! Aber solche Aufträge bekommt doch sonst eine Berliner Werbeagentur. Ja. Wir müssen den Eindruck machen, als wären wir Berliner. Ja. Wo ist denn der Schwarz? Chefin, den Schwarz haben Sie entlassen und jetzt räumt er seinen Spind aus. Der Spind ja oder was? Oh, den brauchen wir doch, gerade wenn es um Sachen von gestern geht. Ja, ich bin ja doch auch einer von gestern. Von gestern? Von vorgestern. Ja. Bei diesem Projekt kann man nicht genug Alte haben. Ich guck mal, vielleicht ist er noch auf dem Gelände, der Schwarz. Guck mal, noch läuft er ohne Rollator. Diesen Auftrag wollen wir politisch korrekt leisten, junge Dame. Das Territorium gegenwärtig nur darstellen. Besser. Erwischt. Ja. Herr Schwarz, ja. Da sind Sie ja endlich. Ja. Sie sind wieder eingestellt. Ja, ja. Oh, nein, danke. Danke. Jetzt, wo ich Sie sehe. Ich bin sehr spät bei Ihnen. Fällt mir spontan ein schöner Satz für das Projekt ein. Ja. Die Geschichte des Territoriums ist zerklüftet wie ein Gesicht, das viel erlebt hat. Das ist so! Das ist ohne Gleichen! Oh. Das ist der Titel für das Projekt ohne Gleichen! Land ohne Gleichen! Ja. Beginnen wir mit Kaiser Otto. Das ist schon sehr lange her. Von daher denke ich, dass unsere Senioren, Herren Götz und Schwarz, diese Szene anmoderieren. Die denken, wir haben den Otto noch gekannt. Den Darsteller der Otone nehme ich mal ab. Ach, Herr Liebenow, bleiben Sie einfach hier. Aber Chefin, lernen Sie ja noch was. Haben Sie noch was? Also, Otto hielt sich sehr gerne in Magdeburg auf. Seine Lieblingspfalz. Er liebte diesen Ort. So ein Unsinn. Er liebte diesen Ort. Ein Herrscher in der damaligen Zeit hielt sich dort auf, wo sein Hofstaat von 1000 Menschen ernährt werden konnte. Was? Der Hofstaat von Kaiser Otto umfasste 1000 Menschen? Ja, ungefähr. Aber da hat doch dieser Hofstaat, ich meine, wenn das 1000 Menschen waren, dann haben sie doch die jeweilige Gegend, in der sie waren, immer fast leer gefressen. Die menschliche Gesellschaft war von Anfang an eine Sippschaft, wo es darum ging, wo haben wir genug zu fressen und wo haben wir genug zu saufen. Man kannte also schon damals die Vorzüge des Lörrebrunnens. Ja, die Vorzüge lagen auf der Hand. Diese Böden eignen sich ja hervorragend für Weizenanbau und für... Hoffentlich kommen die Otonen bald. Zuckerrübenanbau. Der Zuckerrübenanbau, der wurde ja, also in der Börde, der wurde ja zu einem Segen für die Region. Man nannte den Zucker sogar mal weißes Gold. Ja, und nach Halle kam das weiße Gold bereits im 11. Jahrhundert. Ja, aber in Gestalt und Salz. Das beschreibt ja prägnant den Unterschied zwischen Magdeburg und Halle. Zucker und Salz. Wir moderieren uns diese alten Leute nur hin. Zucker lernen wir in dieser Gegend ja erst kennen, ja, als von die ersten Ritter im 11. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Von den Kreuzzügen. Ja. Bis dahin kannte man das Süßen ja nur mit Honig. Ja, aber dann vor 200 Jahren hat man auf der Unkelrübe die Zuckerrübe gemacht. Achtung, die Otonen kommen! Achtung, die Otonen kommen! Ich stand kurz vom Zuckerschock. Ja. Ein Ho! Oh, ja, ein Ho! Kaiser Otto, er lebe hoch! Ein Ho! Bravo! Kaiser Gnade! Bitte! Was ist das denn für eine erbärmliche Kaiserdarstellung? Das ist ein Protestzug! Ich habe es satt, von irgendwelchen durchgeknallten Bürgern aus Quedlinburg, Magdeburg, ach weiß der Geier welchem Nest, dargestellt zu werden. Wie nennt man das denn, wenn man uns drei über jeden Jahrmarkt schleift, ne? Otonentheater. Was heißt ihr eigentlich uns drei? Mich ignoriert man doch so gut wie völlig. Immer nur Editha hier, Editha da, Editha dort. Was seid ihr? Kaiserin Adelheid. Kaiserin! Die Editha hat doch vom Siegeszug dieses Mannes überhaupt nichts mehr mitbekommen. Ich habe das alles vom Himmel aus beobachtet. So ein Unsinn. Ich
wurde vom Papst heilig gesprochen und nicht du. Wie kann man nur so eine eitle Person heilig sprechen? Otto, sag du noch mal was zu dieser frechen Person! Ich habe mehrere Sprachen gesprochen. Dich hat Otto nie wirklich geliebt. Otto, stimmt das? Es stimmt. Mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Aber ich sage die Wahrheit. Otto, stimmt das? Otto, stimmt das? Mädels, die Zeit ist nicht mehr fern, ja? Da kann man in Spielzeuggeschäften kleine Otto-Figuren kaufen und drauf reiten, ne? Und auf kleinen Editas auch. Und dich vertreibt man bald als Gartenzwerg. Otto, jetzt weise diese impertinente Zicke in ihre Grenzen. Otto, weise diese impertinente Zicke in ihre Grenzen! Merkst du denn nicht, dass er auf dich keinen Bock hat? Hey! Wir haben das alles schon ausdiskutiert! Ich kenn aber das Ergebnis nicht! Ja, weil du zu blöd zum Zuhören bist. Wen lieben denn die Magdeburger? Haben wir nicht ausgemacht, dass wir in aller Öffentlichkeit einzig und allein unsere gemeinsame Sache vertreten, ha? Und? Hatten wir nicht auch extra dafür ein Lied einstudiert? Wir wollen nicht mehr durch jedes Stadtteil fest, als bunte Vögel durch die Gegend flattern. Verdammte Volksnähe gibt uns den Rest mit Feiern, Twittern, Bloggen und mit Schnattern. Soll doch um Magdeburg und Georg Bandelau durch das Dorf mal treiben, meine andere Sau. Nur meinen Otto nicht, Editha nicht, auch nicht Adelheid. Lass die Leute doch leben in ihrer Zeit. Wir wollen schlafen in der Unendlichkeit, bis der Herr uns weckt zu aller Ewigkeit. Wir wollen schlafen in der Unendlichkeit, bis der Herr uns weckt zu aller Ewigkeit. Wir wollen schlafen in der Unendlichkeit, bis der Herr uns weckt zu aller Ewigkeit. Wir wollen schlafen in der Unendlichkeit, bis der Herr uns weckt zu aller Ewigkeit. Und nun zurück ins Rad. Neben der Zuckerrübe auch noch das Recht. Und 1230 schrieb Alke von Reptow aus der Gegend um Bitterfeld gebürtig. Ja. Trifft man sich nicht auf der Welt, so trifft man sich in Bitterfeld. Den Sachsenspiegel, das bedeutendste Rechtsbuch des Mittelalters. Worin der gefährliche Satz steht, Knechtschaft ist Unrecht und deshalb hat der Mensch ein Freiheitsrecht. Ja, dieser Satz wirkte sich aber erst richtig aus im Bauernkrieg. Ja, wir spielen jetzt Bauernkrieg. Moment! Die ganze Zeit lieferst du nicht einen vernünftigen Beitrag zur Moderation. Und jetzt machst du auch einen Vorschlag, der überhaupt nicht in den geschichtlichen Ablauf passt. Denn bevor der Bauernkrieg ausbricht, übersetze ich als Luther erstmal auf die Bibel. Kennt ihr Katharina, die Große? Also, ich kenne Kathi, die hat keine... Bitte nicht dieses Niveau. Was denn? Große Schwester, wollte ich sagen. Kathi! Ey, die hat dort so feine Backideen. Ein Unternehmen aus? Ja. Das sind alle. Ja. Die Zarin Katharina II. wurde 1729 als Tochter des Fürsten von Anhalt-Zerbst geboren. Es gibt viele Männer der Weltgeschichte, die tragen den Beinamen der Große.
Karl der Große, Friedrich der Große, Otto der Große. Der Große und der kleine Klaus. Aber nur eine Frau, Katharina die Große. Eben. Und die möchte ich jetzt spielen. Ja. Aber kannst du denn Russisch? Also, um aus Zerbst wegzukommen, lerne ich sogar Russisch. Lebst du im Frühling in der Stadt Zerbst? Ist im Leben denn noch Herbst? Nichts ist hier los, immer nur dasselbe. Und entfernt nur fließt die Elbe. Hey, hey, ihr Pferde seid schnell. Ich will zahlen werden auf der Stelle. Ohne, ohne, Schocker, Schocker, Schocker. Gleiches EU.
YouTube. Geboren bin ich. Oh, geboren sind wir alle. Jetzt sag mal still, weiß nicht, wann er Fresse halten soll, ne? Geboren bin ich 1730 in Magdeburg. Aber ich weiß, junge Frauen haben sich nie wirklich für Politik interessiert. Und ich habe mich nie wirklich für Frauen interessiert. Das ist auch gut so, sag ich. Das ist gut so. Trifft sich aber gut, Herr Stabskapitän! General von Stoltenfelder Amerika macht's möglich. Oha! Fürst Leopold von Anhalt-Dessau! Generalfeldmarschall, seine Majestät, des Königs von Preußen! Ja. Der Erfinder des Gleichschritts! Ja. Macht des Gleichschritts ist damit zu ermessen, dass auch Brücken verboten werden musste. Dank seiner Erfindung war es mir möglich, die amerikanischen Kanonen so zu drehen, dass sie die Briten besiegen konnten. Großartig. Ja, großartig. Jeder Tritt ein Brit. Ja. Was meinen Sie, was ich dann in Amerika vorfand? Hm. Nichts als Versager aus Europa? Schlimmer. Schlimmer. Militärische Ordnung reichte gerade mal zum Reinmarsch aller Indianer. Ja. Waffenkenntnis erschöpfte sich im Braten von Steaks am Bajonett. Nein. Und Bekleidung von Nackt bis Schlagbock. Aber er fuhr dazwischen. Bin geritten, dazwischen geritten mit preußischen Exerzieren, Klimmern in der Hand! Hat er Nachkommen? Leider nein. Pflegte eher ein kameradschaftliches Verhältnis zu meinen Adjutanten. Ja. Kameradschaft beim Militär, ganz wichtig. Ganz wichtig. Meine Feinde nannten es allerdings Sodomie. Verstehe vollkommen. War doch auch mit einer Bürgerlichen verheiratet. Heute sagt man dazu Homosexualität. Ja. Wenn man es mit einer Bürgerlichen treibt. Nein, mit Männern. Ja, aber immer noch besser als mit Drohnen. Ja, das wäre ja der Dessert. Wir verstehen uns. Ja. Ja. So ist es. Ja. Ich wünsche Ihnen noch viele Jahre Erfolg als Assistentenwart. Jawohl. Ja. Auf dem Denkmal stand doch aber Sie. Stimmt! Sehen Sie doch mal an. Da sieht man mal wieder, was rauskommt, wenn sich zwei vorzügliche Militärs unterhalten. Die Wahrheit rollt. Ja. Könnte in meinem Alter auch gar nicht mehr so lange und so hoch stehen. Hocke mich selber nachts auch immer heimlich ein bis zwei Stunden hin. Weitermachen! Natürlich! Der Sängerkrieg auf der Wartburg, der fand doch gar nicht statt. Bernd,
Wenn die Chefin sagt, jetzt ist Sängerkrieg, und dann ist auch Sängerkrieg. Und was da? Ja, heute sagt man dazu ja eher Poetry Slam. Ja, oder Song Contest. Oder Deutschland sucht den Superstar. Ja, bitte. Wenn man von einer Sache weiß, wie sie heute heißt, dann muss sie gestern auch gewesen sein. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Haben Sie dich aufgeladen? Klingsor. Mein lieber von der Vogelleite, wenn Landgraf Hermann Künsten einlädt, dann gehöre ich eben dazu. Also was ich heutzutage alles Künstler nennt. Glauben Sie, Eschenbach, Ihr Parsimon ist so gut gewesen, dass Sie auf mich herabschauen können? Wahnsinn! Hier läuft sogar die Sendung Germany's Next Topmodel. Gott, oh, das ist doch die Elisabeth von Thüringen. Die bezaubernde Elisabeth. Klingt so. Vielleicht hat uns der Landgraf ja nur eingeladen, um der bezaubernden Elisabeth zu huldigen. Wer mich liebt, liebt nur das tief in mir. So sagt er Goodbye, selbst in kleinsten Triebe zerfetzt die Lust wie ein Stück Band. Infolge des Todes unseres geliebten Kaisers. Mein Beileid. Dankeschön. Habe ich darüber nachgedacht, was könnte ich denn anstelle dessen tun, dass ich da im Heiligen Land bin? Was glaubt ihr, euer? Mit Verlaub, ihr ladet euch Künstler ein. Habe ich mal gemacht. Aber wozu? Damit wir uns endlich einmal satt essen können. Essen, gutes Stichwort. Obgleich der Vollzug scheiterte, dachte ich dennoch, Zucker aus dem gelobten Land mit. Zucker? Mein Weight Watchers Plan. Klingt so, ihr habt sicher keinen Weight Watchers Plan? Und mundet es? Es war ein Traum. Ja, habe ich mir gedacht. Lädst du gute Sänger, gute Künstler aus der Gegend hier ein, um mal zu ermitteln, wer wirklich der Beste ist? Ich hoffe nur, es entscheidet nicht irgendein Publikum über unser Wein. Nein. Diese Verrohung findet erst im 20. Jahrhundert statt. Hier entscheide ich und die Elisabeth. Über Kunst müssen die entscheiden, die Stil und Geist besitzen. Genau. Richtig. Das Thema des Wettstreits, das lautet: Warum ist das Territorium, in dem wir leben, ein Land ohne Gleich? Jeder von euch hat nun, sagen wir, 5 Minuten Zeit, sich einen Beitrag einfallen zu lassen. Und dann geht's los. Ich sage mal, die Sanduhr läuft. Mm-hmm.
möchte beginnen. Noch ein so voller Liebe. Ja. Das Land ist ohne Gleichen, denn wir stehen hier früher auf. Und wenn die anderen Länder starten ihren Tageslauf, dann schlafen wir schon wieder, erschöpft und müde im Stehen. Dies Land ist ohne Gleichen, weil sich Uhren hier anders drehen. Viele hauen auch von hier ab und nehmen auch Reis aus und schlafen sich in anderen Ländern endlich einmal aus. Und kehren sie zurück, so sind sie ausgeruht und wach. Dann schmerzt sie umso mehr hier das große Weh und Ach. 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 Schuh. Wie hat es dir gefallen, Elisabeth? Wenig innovativ und inspiriert und in der Ausführung einfach flach. Auch meine Meinung. Der nächste bitte. Mein Gesang stellt ein Äquivalent. Eschenbach, ist einfach singen, nicht erklären, ja? Bunte. Wir sind das Land ohne Gleichen, ohne Gleichen. Wir können niemandem, ja niemandem das Wasser reichen. Es leben nur noch sehr alte Leute an diesem Ort, die Jugend zog vor vielen Jahren von hier fort. Wir streben langsam vor uns hin und hin und hin. Das dünne Tunnel ist von diesem sündhaften Popo.
Traumarsch von Thüringen, ich hab dich lieb, bin vor meinen Krabschen, bin ein dunkles Tief, ich spür's, wie ich dir vor euch steh, ja selbst, ja selbst! Ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Gestaltung des nächsten Sängerwettstreits vergebe ich deshalb an Richard Wagner. Und der schreibt dann alles als Tannhäuser und ich sterbe zum Schluss. Lass den Kopf nicht hängen, Freunde. Am demokratischen Publikum hätten unsere Beiträge sicherlich sehr gut gefallen. Mein Lieber von der Vogelleiter. Diese Python, die haben doch gar keine Ahnung von Kunst. Ja, was bilden die sich überhaupt ein? Sie könnten alleine über unsere Kunst urteilen. Alleine. Ja. In einer Demokratie, da wird sich das ändern. Ja, da macht ein Kulturkonvent den herrschenden Feuer unterm Arsch. Ja. Klingt so. Dein Lied hat mir übrigens ausgezeichnet gefallen. Mir ebenfalls. Ja. Kommt, verlasst uns mit unserer Kunst dazu beitragen, dass die Kunst frei wird. Einfach einmal. Ja. Einer für alle. Ja, alle für die Freiheit der Kunst. Lasst uns davonfliegen. Nee, das Flugzeug ist doch noch gar nicht erfunden. Heute müssen wir noch laufen. Ja, aber ich bleibe gleich hier. Ach, wieso? Der will sich noch beim Landgrafen einschleimen. Nee. Ich werde so in 300 Jahren etwa, werde ich dann hier auf der Wartburg gleich mal noch die Bibel übersetzen. Ich meine, als Luther. Ja. Ja. Woher wollen Sie denn, lieber Kollege Schwarz, wissen, dass Sie den Luther spielen? Nun, ich habe den Luther bereits gegeben in Zum Himmel hoch und außerdem mit Bürgerfaust Teil 2. Eine Idee ist für die Firma immer gut. Also, wenn der Kollege Schwarz ja den Luther gibt, dann ist das ja gerade so, als würden wir die Rache der Katholiken am Protestantismus darstellen. Wie bitte? Super! Luther befindet sich auf dem Rückweg vom Reichstag zu Worms. Wir schreiben Mai 1521. Luther ist vogelfrei. Oh, ja. Schwarz! Ja? Yeah. Sie müssen reiten. Worauf soll ich denn reiten? Ecke, komm, so schnell ist es nicht. Du bist selber dein Pferd. Ich bin selber mein Pferd. Wieder das? Es ist Nacht. Ich habe kein Licht am Pferd. Plötzlich kommen wir Reiter in Luther. Vielleicht Martin Luther? Vielleicht Martina Luther?
sei der Herr, das ist gewünscht. Danke, übrigens. Hier in der Kammer, da spukt's. Da möchte man ja gleich nicht spuken! Das ist kein Wunder, wenn ihr euch im Raum befindet. Raus! Ja, hier beginne ich. Dämones, die Dämonen. Antem Rakabaum Ium. Will der Penner aus Wittenberg tatsächlich die Bibel übersetzen? Oh, Verstärkung! Die Dämonen, Dämonen aber warten. Was für Dämonen sollen warten? Ja, ich mache aus Dämonen Teufel. Ah, das ist nicht dein Ernst! Leider Mann aus Wittenberg! Den kann man aus Wittenberg! Die Zentes und Sprachen, da baten ihn die Teufel und sprachen. Wir wollen Luther baden. Ja, ist denn heute schon Freitag? Sie, Jezis, ja, Nos und, willst du uns austreiben? Mal übersetzt, die Heilige Schrift mit dem Zorn. Willst du uns austreiben, so erlaub uns, in die Herde Säue zu fahren. Übersetzt nicht im Zorn! Ach, wenn wir uns austreiben, so erlaub uns, in die Herde Säue zu fahren! Geheimwaffe! Zum Einsatz! Das bin ich. Ich bin vogtländischer Tanzbär. Ich bring frei in die Herzen ein. Zu jeder Veranstaltung, denn wir haben Bundestagswahlen in diesem Jahr, einen Politiker eingeladen. Wissen Sie, dass wir Bundestagswahlen dieses Jahr haben? Oh, ganz klug besitzt in der ersten Reihe. Ganz, das ist wunderbar. Beifall für die Damen. Soll sich mal jeder an der Nase fassen, der es nicht gewusst hätte.
Und ist jemand, der sich freiwillig meldet? Nein, machen wir nicht. Und heute haben wir einen Politiker von Bündnis 90, die Grünen, und zwar Stefan Bischoff. Bitte begrüßen Sie ihn mit einem Beifall. Herr Bischoff. Herr Bischoff, heute wird es besonders schwierig. Wir haben nämlich heute Gäste aus Berlin und Bremen. Und Sie wissen ja, das sind sehr arme Stadtstaaten. In Bremen ist es ganz schlimm. Das Erste, was die gemacht haben, als sie gekommen sind, die Gäste. Vegetarisch, da sind wir gleich beim ersten Punkt. Wenn die Bündnis 90 die Grünen mit dem Vegetarischen anfangen, geht es in Bremen los? Oder? In Bremen gibt es den Vegetarischen Donnerstag sogar schon. Deshalb sind die sehr leicht. Ja. Nee, ich glaube, deshalb sind die so gesund. Ja. Meinen Sie, dass die sehr gesund sind? Naja, die Kassen nicht so, aber die Menschen machen das gut. Ja. Ist das so in Bremen, dass das Vegetarische sich schon auswirkt in der Bevölkerung? Ja, die sind sehr schlank. Und ja, also müssen wir vorher sagen, der Herr Bischof hat einen sehr interessanten Lebenslauf. Und nämlich, sag mal so, vielleicht hat jemand mal das Buch gelesen von Hermann Hesse, das Glasperlenspiel. Darin wird unter anderem geschildert, wie junge Leute viele Jahre Zeit haben, um in Ruhe sich auszuprobieren, was sie einmal werden wollen. Wahrscheinlich gab es dazu mal schon 1946, als es auch für so viel Arbeitslosigkeit, dass sie die nicht mehr auf den Markt lassen konnten. Und Sie haben ja auch sich lange ausprobiert, bevor Sie sich entschieden, das zu werden, was Sie jetzt sind. Genau. Können Sie da kurz was dazu sagen? Ja, ich bin Magdeburger, habe hier in Magdeburg mein Abitur gemacht und danach Zivildienst. Und das gilt auch in ganz Deutschland, dieses Abitur. Das Abitur? Ja. Ja. Das muss man doch mal fragen, ja. Genau, das ist gar nicht so schlecht. Und zu meinem Zivildienst habe ich dann noch nebenbei ein bisschen gearbeitet, habe das ganze Geld gespart, bei meinen Eltern gelebt, weil ich zum Abi den Traum hatte, nach Lateinamerika zu gehen. Oder erst wollte ich nur nach Norden, in Chile von Norden nach Süden abwandern, habe dann aber in Chile festgestellt, dass man mehr als 80 Kilometer weites Land auch besuchen kann. Bin dann durch Lateinamerika gereist, anschließend nach Neuseeland und Australien und dann wieder zurück hierher. Habe hier gearbeitet, ein Stück weit so Ferienjobs gemacht und bin dann erstmal wieder nach Irland und London gegangen, habe dort in der Fotografie gearbeitet, erst bei Nikon, dann in einem Fotostudio und in London habe ich auch festgestellt, dass so die ganze Szene, Promi, also es war nicht gutes Fotostudio, dass es nicht so meins ist, sondern dass eher Fotografie immer eine Leidenschaft, ein Hobby von mir war und ich lieber in die Politik gehe, was auch immer schon eine Leidenschaft war. Und zumindest erstmal was Politisches studiere, bevor ich Fotografie gehe. So ist es Politik geworden. Jetzt muss man dazu sagen, bleiben Sie erstmal hier noch, Tücke. Hier muss man dazu sagen, wenn man nach Lateinamerika, dort wird nicht Lateinisch gesprochen, sondern Spanisch. Das muss man noch sagen, wer nicht so in der Welt rumgekommen ist. Also der Tücke hat wieder was gemalt, Sie kennen das ja, Sie sind ja nicht das erste Mal da. Ich finde die Frisur aber großartig. Die Frisur, was er malt, das ist das Einzige, was er kann. haben Sie bitte für den Darsteller das Stücke Verständnis, wissen, wo der herkommt? Der Darsteller kommt aus Bonn. Aus Bonn? Wir haben schon gedacht, als er herkam, ist er in den Supermarkt und hat immer gesagt, kann ich auch einen Kassenbon bekommen? Ja, ist das auch. Danke, Herr Stücke, das haben Sie wieder sehr schön gemacht. Dass wir gewohnt mitnehmen. Vielleicht können Sie den auch mit die Parteifinanzen aufprobieren. Ach ja, das ja, und Sie haben dann gemerkt, das, was Sie machen wollen, das ist Politik und in der Freizeit sind Sie Fotograf, also das ist so ein bisschen Ihr Hobby. Und jetzt kandidieren Sie für den Bundestag zum ersten Mal. Ja. Sie sind ja noch sehr jung. 30 Jahre, ja. 30 Jahre ist sehr jung. In meiner Stirn sieht man das. Wir haben jemanden im Publikum, der ist 50 geworden. Das würde sich dann auch sehen. Ja. Jedenfalls sind Sie noch sehr jung und Sie sind an Listenplatz 2. Genau. Ja, auf dem Listenplatz 2 ist er im Land, hinter Frau Lemke. Die ist nicht verwandt mit Robert Lemke, sondern mit mir. Und jetzt, wenn Sie Ihre Politik machen, was sind denn Sie, wir bezeichnen ja ironischerweise in dem Stück hier Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland als Land ohne Gleichen. Was sind denn so Ihre politischen Ziele, vor allen Dingen, damit das Land ein Land ohne Gleichen bleibt und wird und dass der Abstand zu Bremen größer wird?
Nein, ich glaube, dass man nicht in den Strudel mitgezogen werden. Als erstes, wir Grüne waren hier lange nicht im Landtag vertreten. Und was wir rausgekommen haben jetzt, seit 2011 sind wir wieder hier, ist die Landesregierung im Kämmerchen. Daran arbeitet das Landesmotto, was ja ohnehin schon immer gern belächelt wird, bundesweit nochmal zu verändern. Sie sagen, Sachsen-Anhalt fängt da an, wo der Spaß aufhört. Wenn man sich das anschaut, was Sie mit Kultur. Das wollen die wirklich ernst machen. Das wollen die ernsthaft machen. Sagst oder ist das Spaß? Ist das jetzt Spaß? Es ist natürlich Spaß. Ach so, da muss man dazu sagen. Ja. Wir treffen uns mit den Hochschulen und den Studierendenräten. Zehntausende Leute gehen auf die Straße und es wird ignoriert und weiter gekürzt. Ich glaube, das ist eins unserer Wahlkampfthemen, die wir ganz arg in den Mittelpunkt stellen, ist die Vermögensverteilung in Deutschland. Wer hat wie viel? Da gibt es ganz einfache Kennziffern, die zeigen, 1% der Menschen haben eigentlich zu viel Geld, das sie ja nicht ausgeben, und ein Riesenteil hat es nicht, und gerade auch die Öffentlichen haben es nicht, beziehungsweise öffentliche Gelder werden mittlerweile sehr, sehr sparsam, ist gar nicht ausgegeben, das sind gerade in den Bereichen Bildung und Kultur, das sind die Sparbüchsen der Nation, da wollen wir ran, das wollen wir ändern, da haben wir ein sehr kontroverses Steuerkonzept aufgestellt, was halt die hohen 10% der Einkommensteuerzahler stärker belastet, aber ich glaube, das ist auch ganz richtig, das zu machen, wenn man sich wirklich allein, das können wir auch mal nach Hause sprechen, wirklich nur mal die Zahlen anguckt, wenn 1% der Bevölkerung ein Drittel des Gesamtvermögens besitzt, wenn es irgendwas schief oder läuft irgendwas schief, wenn 10% der Bevölkerung zwei Drittel des Gesamtvermögens besitzen, dann läuft es irgendwann schief. Sie wissen, das ist wie beim Bier. Ja? Das erste Bier ist gut, das zweite Bier ist gut, aber irgendwann nimmt so oft die Lust am Bier ab. Ja, Bier wird sich. Umso mehr Leute, also man nimmt ja Geld nicht mehr ernst und nicht mehr wahr. Ja, also wenn man richtig viel hat, die dritte Jagdbank wird nicht glücklich, die fünfte will er auch. Ja, aber glücklich macht die gesamte Gesellschaft, wenn sie wirklich weiß, zum einen, dass es eine gerechte Einkommensverteilung gibt, aber das gibt auch solche Projekte. Das ist großartig, was Sie sagen, da kann man ihn wirklich wählen. Wir haben ja hier im Land einen großen Sparmeister, das ist der Apollonia, das ist unser Finanzminister, viele kennen ihn. Ich habe Ihnen das schon mal gesagt, ich achte ihn sehr, weil er auch privat sehr sparsam ist. Er fährt ja fast jedes Wochenende mit seiner Frau über Land und guckt sich an, ob in den Gemeinden auch wirklich gespart wird, runterzutragen oder was war. Da sind sie durch ein Dorf gefahren, da sah er, wie eine Frau Pferdeäpfel aufgesammelt hat. Das gibt es ja noch. Und da hat er angehalten, hat er gleich gefragt, gute Frau, was machen Sie denn? Ja, ich Pferdeäpfel. Und was machen Sie mit den Pferdeäpfeln? Und da hat sie gesagt, die kommen auf die Erdbeeren. Und da hat der Bullerjan zu seiner Frau gesagt, siehst du, es muss nicht immer Schlagsahne sein. Und wenn jemand so sparsam ist, dann kann man schon ihn mal wählen. Ich sage es auch schon. Einmal die Umverteilung. Was ich hätte dann daran gedacht, dass die CDU ja auch eine Menge Mist auf den Roten ablässt. Aber ja, stimmt. Da kann man das mit einsammeln für seine Frau, ja. Einmal, dass die was Ziele, was sind die Ziele noch, dass wir den Sparverteilen, mit dem, das Geld glücklicher verteilen, das ist ja eine großartige Idee. Und wenn das durchkommt, was sind noch andere, haben Sie noch andere Ziele im Ziel? Das Thema ist schon auch Gerechtigkeit. Also ein Punkt ist wirklich diese Energiewende, die gerecht ist, ja, die aber auch Probleme schafft, weil sie zum Beispiel in der Form, wie sie jetzt abläuft, den Strompreis in die Höhe treibt. Ja, da bin ich sehr glücklich, das ist ein Thema, also ich finde es immer noch gut, dass trotz dieser gestiegenen Strompreise, ja, und der falschen Energiewendepolitik, 80% der Deutschen sagen, wir wollen trotzdem den Stromausstieg und wir wollen diese Energiewende schaffen. Und ich habe da ja selber auch dran mitgearbeitet bei den Grünen. Wir haben ein wirklich richtig gutes Konzept, wie wir nachhaltig die Strompreise senken. Weil es ist doch irrwitzig, dass Energielieferanten wie Strom oder wie Sonne oder Wind, die ja kostenlos zur Verfügung stehen, den Preis heben. Ja, weil eigentlich senken sie den Strompreis an der Börse. Das da wollen wir ran, da haben wir einen guten Weg. Und dann für mich ganz wichtig, ist jetzt nicht die Bibelübersetzung, aber ein Punkt, der mir wichtig ist, ich bin leidenschaftlich auch hier und habe auch hier in Studien studiert und ich finde, es ist gut, dass wir diese Europäische Union haben, ich will die auch weiterentwickeln, ich will nur, dass die transparenter ist ein Piratenbegriff, dass die durchschaubarer oder nachvollziehbarer ist, die Politik, die da passiert. 70% der politischen Entscheidungen werden auf europäischer Ebene vorbereitet und die
die Menschen verstehen nicht, dass die Bundesregierung einen unheimlichen Einfluss darauf hat, was auf europäischer Ebene entschieden wird. Ja, Wasserprivatisierung, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff war, das ging, ich mache es ganz kurz, das ging hier durch die Medien, die Bundesregierung hat sich zurückgelehnt, hat gesagt, ja, die wollen das Wasser privatisieren, finden wir jetzt nicht so toll. Das ist aber falsch, denn auf europäischer Ebene hat gerade die FDP ganz massiv dafür geworben, dass das stattfindet. Und so ist es, sind es immer die nationalen Regierungen, und Schwarz-Gelb ist da auch richtig gut drin, die eine Verantwortung und Schuld, wenn mal irgendwas nicht so schön abläuft, immer auf die Europäische Kommission und die Bürokraten und so weiter abwälzen. Das finde ich ungerecht, da möchte ich auch ran, und da haben wir mit Entscheidung. Ich denke, mit Herrn Bischof sind wir auf einem guten Weg. Und das war mal das Blinkzeichen, das wir beenden müssen. Ich finde es erstmal gut, dass so junge Menschen in die Politik reingehen. Wie gesagt, 30 Jahre, davon träumt man. Herr Bischof, ich wünsche Ihnen sehr guten Erfolg bei den Bundestagswahlen. Ich wünsche Ihnen überhaupt guten Erfolg und habe mich gefreut, dass Sie wieder hier gewesen sind. Alles Gute. Sie können sich in der Pause noch mal mit uns unterhalten.